Jo Leute, welcome back zu Cyberpunk 2077. So, wir haben ja beim letzten Mal irgend so eine Tussi von so einem übertriebenen Mini-Team abholen lassen, so in die Richtung. Die war ja irgendwie am Verrecken. Was haben wir da? Verringert das Bewegungstempo um 10%, verringert die Treffsicherheit. Und wir müssen in einen Aufzug steigen. Oh, was haben wir da? Was? Können wir irgendwie mal nur zwei Waffen haben hier? Eine Pistole? Oh, noch eine Pistole? Hey? Wo ist gerade unsere Knarre hin, ne? Okay. T um das Telefonmenü. Gut. Wakako Okada. Na gut. Anrufen. Einigermaßen, oder? Okay. Ehrlich, Junge. Nein, das ist mein Auto hier. Fuck, na gut. Oha. Der Auftrag, Mission verfolgen? Nein, leider nicht. Wenigstens das Radio ist auf unserer Seite. Naja. Na, wenn du das sagst, sieht irgendwie mega abgefuckt aus alles. McDonald's, Junge. Was? Oha. Fahrzeuge kämpfen. Waffe ziehen mit Alt. Waffe wegstecken und widersetzen. Zweimal schnell Alt drücken. Als Beifahrer kannst du dich aus dem Fenster lehnen und dein gesamtes Arsenal ausgerüsteter Fernkampfwaffen einsetzen. Sterb, ihr Motherfucker. Oh, aus dem Weg. Mach ich eh, mach ich eh. Ich treffe noch nicht, ha? Easy. Bisschen geruckelt hat sie irgendwie, ha? Oh, du Bastard.
Ich dachte, wir fahren erst noch zum McDonald's. Gas hier. Oh. Oha. Hallo. Danke, Mädel. Ja, immer diese Lügen, hey. Ja, I know. Wer ist es nicht, hä? So, was ist das für ein abgepacktes Kaffee? Oha. Komm, fahr hier. Jetzt ballert uns da auch noch nieder hier. Gut. Fahrten überspringen. Als Beifahrer kannst du F drücken, um die Fahrt zu überspringen und sofort. Jo. Machen wir das hier. So langsam, wie der Typ fährt hier. So, wir fahren aber immer noch. Die richtige Dreckskarre irgendwie, ja? Naja. Fahr gern endlich, was geht ab? Und pass auf mein Auto auf, ja? Oh, Level Up, Attributspunkt und Vorteilspunkt. Z. Ah, ja, genau. Können wir da was reinballern? Scheinbar ja. 7 von 20, okay. Und was ist ein vorteilhaftes Punkt? Ah, wie komme ich dazu? Oh, Vorteile öffnen. Das geht aber nicht bei jedem. Okay. Athletik, Vernichtung, Straßenschlägerei. Handfeuerwaffen. Okay. Machen wir mal. Oh Gott, what the fuck ist das hier? Ugh. Okay, Gewehre, Handfeuerwaffen, Klingen. Bleiben wir mal Gewehre, oder? Bringe die Zeit zum Ziel mit Gewehren und Maschinenpistolen um 10%. Erhöht den Schaden mit Gewehren und Maschinenpistolen um 3%. Nur ein erforderliches Attributslevel. Okay. Punisher. Was gibt's für Handfeuerwaffen? Wahrscheinlich genau das gleiche, ne? Erhöht die kritische Trefferchance. Oh.
Klingen. Schwere Angriffe mit Klingenwaffen verursachen 30% mehr Schaden, aber auf so Melee-Blödsinn habe ich irgendwie keinen Bock. Angriffstempo um 10%. Angriffskombos mit Klingenwaffen besteht eine Chance von 15% Bluten auszulösen. Panzerung erhöht sich. Ja. Naja, aber halt Frage, was machen wir denn? Pistole, also Handfeuerwaffen oder Gewehre? Na, bleiben wir irgendwie mal hier. Das mit kritischer Schaden, so kritische Trefferchance, finde ich gut. Gut. Was ist das für ein Automat? Hä? Kann der was? Kriegen wir irgendwie so einen Cursor, aber. Okay. Na, was soll's denn? Gehe nach Hause. Machen wir das. Auf Glück. Ah ja. Telefon klingelt schon wieder. Ein Job von T-Bug. Die Aufgabe, die T-Bug dir gegeben hat. Keine Ahnung. Was? Nein! Jetzt fahren wir wieder runter. Oh mein Gott, was? Wie weit geht's denn runter, ja? Also, Apartment, nochmal. Warum ist gerade nicht aufgegangen? Weil ich geballert habe oder was? Gut, so. Sehr gut. Wir haben es geschafft, aus dem Aufzug rauszukommen. Hier sind noch mehr Automaten. Cola, Nicola und noch mehr Nicola. Oh, cool. Nicola Fire. Kennen wir ja schon. Burrito. 5 Dollar. Wo ist er? Sättigung. Ja, den lässt sich nicht mehr, der ist am Boden gefallen. Na gut, scheiße. Oho. Na gut. So, wir sind zu Hause, ja. Cool. Können wir zumachen? Neues Gebiet wird betreten. Geh ins Bett. Ich muss sagen, die Bude schaut cool aus, ha? Spiegel schon, ja, lieber nicht. Jo, erstmal duschen. Schon ausmachen. Was gibt's sonst noch? Hinlegen. Also wir haben zwei Betten. Oh. Lager öffnen. Denn Lager ist ein sicheres System, um Ausrüstung aufzubewahren. Du kannst von allen verfügbaren Unterschlüpfen und Fahrzeugen aus direkt darauf zugreifen. Schön. Na, schauen wir mal, wie schaut das aus? Okay. Also wir haben irgendwie. Die haben wir schon mal alle.
irgendwie ziemlich kompliziert gerade aus, aber hey. Wo ist denn überhaupt unser... Okay, Inventar. Okay, schau mal an. Tauschen wir mal die gegen die, ne? Gut, geh ins Bett, ja. Gute Idee. Gute Nacht. Was? Erster Akt. Ja. Telefon. Wie schön, dass du meine Karre dabei hast, hier. Ist ja auch meine. Und immer das scheiß Telefon. Wer? Bis dann. Na gut. Oh, Zeug. Ja, was gibt's hier alles hier? Verkaufen. Okay. Ja. J. Junk verkaufen. 9 Junk-Items für 27 Euro-Dollar. Ja, möchte ich, ja. Ja, na, die können wir die auch irgendwie so verkaufen. Nein. Oder doch? Schauen wir schon. Okay. Na dann. Wer sehr? Entschuldigung. Irgendwie hätte ich schon Bock, hä? Polizeieinleitung. Jede illegale Aktivität wie Diebstähle oder das Angreifen von Zivilisten führt dazu, dass das Night City Police Department ein Kopfgeld auf sich aussetzt. Die Polizei wird eine Patrouille zum Tatort entsenden. Wobei ihre Reaktion proportional zum Kopfgeld ausfällt. Entferne dich vom Tatort und verhalte dich für eine Weile unauffällig, um die Polizei abzuschütteln. Ja. Das ist genau meins. Na, was? Nachladen. Nein, 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 nein. Gut gemacht. Ja, es muss halt sein. Hey. Ich wollte einfach nur mal wissen, was passiert. Hey. Was soll schon passieren, wenn man mit irgendeiner Knarre auf die Polizei? Das war unabsichtlich. Okay. Toll. Nur uns die ganze Scheiße nochmal anhören, ne? Oder? Nehmen wir auch wieder weg. Wahrscheinlich auch keine gute Idee.
Gleich schubsen. Ha? Sprühfarbe, noch mehr Karten. Was haben wir da? Können wir es klauen? Ich will nicht reden. Die fünf besten Arbeitgeber. Was? Wer will das, du? Okay. Okay. Ja. Daneben. Ja. Komm her. Und dodgen. Ja, warum nicht? Oha, what the fuck ist das alles hier? Zweihändige Schlagwaffe, Baseballschläger. Elektrischer Alpha-Schlagstock. Okay. Was ist das? Erhöht das Angriffstempo mit Waffen. Kritischen Schaden um 10%. Trefferchance, okay. Ja, aber. Keine Ahnung dabei. Oh Gott. Nee. Ups. Okay. Ja, na warum nicht? Na was? Na, okay. Drecksrobotervieh. Ablenkungsmanöver. Ich will nicht reden. Was haben wir da? Schallplatte. Fuck off, hey. Bastardo. Na gut, machen wir irgendwie was Sinnvolles, ha? Begib dich zum Kampf, okay. Die Waffe. Wer bist du? Okay, also der verkauft Waffen. Und irgendwie noch ein bisschen anderes Zeug. Oh Gott, hey. Na gut, aber. Ich würde mal sagen, derweil eh nicht, oder? Oder doch? Muss ich jetzt die 45er kaufen? Wo ist die 45er? Nee. Hol die Waffe bei Wilson ab.
Die? Okay. Upgraden von ikonischen Items. Du hast soeben ein ikonisches Item erhalten. Zusammen mit einem Satz Schemata. Mit diesen kannst du höherwertige Versionen des Items herstellen. Wenn du eine neue Version eines ikonischen Items herstellst, wird das ursprüngliche Item zerstört. Na Wahnsinn. Außerdem kannst du ikonische Items genauso upgraden wie gewöhnliche Waffen oder Kleidungsstücke. Upgrades erhöhen das Level und die Werte des Items, sodass es auch im weiteren Verlauf des Spiels noch nützlich bleibt. Gut. Vielen Dank. Na und? Die da ist es, ne? Thermalschaden. 1,2 Kopfschussschaden-Multiplikator, aber unsere ist mehr. Ja. Aber das ist irgendwie so zum gelben Hintergrund. Da steht auch ungewöhnlich, Schrägstrich, ikonisch. Naja. So. Okay. Eingang. Bis dann. Was will Regina Jones? Hey, wie? Regina Jones hier. Ich habe gehört, dass du in Watson Arbeit suchst. Zufälligerweise vergebe ich hier die meisten Aufträge. Wenn du dein Talent nicht vergeuden willst, schau dir mal die Jobs an, die ich dir geschickt habe. Wenn du gute Arbeit machst, habe ich bestimmt noch mehr für dich. Nachrichten öffnen. Okay, haben wir hier gerade gehabt. Naja. So, Dankeschön. So viele Leute hier. Wer bist du? Oh, what the fuck? What's that? Polizeis. Scannerdelikte. Das NCPT bezahlt für deine Hilfe bei der Bekämpfung von Verbrechen. Okay, dieses Sternchen-Dings da. Fixer. Diese Vermittler informieren dich über Aufträge. Okay, und hier dieses Fragezeichen-Ding. Fixer kontaktieren dich, wenn du dich in einem Auftragsort näherst. Wenn du dich in einem Auftragsort näherst. So. What's that here? Also verkaufen. Ja, ne? Die. Naja, okay, dann. Nicht. Die. Okay. Was? Okay, na dann, erzähl. Okay, warum ich? Hä?
Ja. Ja. Ja, schön für dich, ja. Mit V kannst du dein derzeit aktives Fahrzeug an deinen Standort rufen. Jo. Setz dich auf den Fahrersitz. Wow, die Karre sieht aus wie. Ja. Ein richtiger Schrotthaufen halt, ne? Kann ich nicht versprechen. Polizier. Okay, es ist irgendwie so ein bisschen am Ruckeln, hä? Graphic. Warum ist alles auf Ultra, hä? Hoch muss reichen, oder? Entschuldigung. Was kann. Entschuldigung. Raritäten, wenn du Night City und die Badlands erkundest, stolperst du vielleicht über Behälter mit wertvollen Items. Allerdings was? Was war da, hä? Eine Verarschung oder was? Touristeninformation. Geh weg. Was nicht verfügbar. Schnellreise, okay. Nur dann. Gut zu wissen. Ja. Ja, to Totenkopf, Junge. Ja, ich gehe schon, ich gehe schon. So, hallo erstmal. Hallo, hallo. Hallo. Okay. Was geht denn hier ab hier? Was rammen? The fuck, hier. Naja, komm. Was war da?
Was? Oh, streicheln. Natürlich, immer. Ja, okay. Ripper Dog. Obwohl weit verbreitet, ist die Installation von Cyberware immer noch ein gefährlicher, invasiver Eingriff, der nur von qualifizierten Spezialisten durchgeführt werden kann. Ripper Dogs. In Night City arbeiten diverse Ripper Dogs, die jeweils eine unterschiedliche Palette an Cyberware-Upgrades anbieten. Wähle ein gewünschtes kybernetisches Upgrade aus der Liste und dann viel Spaß mit deinen neuen Fähigkeiten. Dann. Passt schon. Nee. What the fuck? Okay, Doc. Er ist der Beauty Doc. Jawohl. Nur das Beste ist gut genug, ha? Wow, what the fuck? Cyberware. Kybernetische Implantate sind mechanische Ersatzteile für organische Körperteile. Sie verleihen dir mitunter übermenschliche Fähigkeiten, die deine Kampffertigkeit verbessern und dir dabei helfen können, Gefahrensituationen lebend zu überstehen. Obwohl die Installation von Cyberware im Jahr 2077 weit verbreitet ist, handelt es sich dabei immer noch um einen gefährlichen Eingriff. Bla bla bla, wir kennen sie schon. Also, boah, what the fuck, hier? Frontalkortex, Kreislaufsystem, Immunsystem, Nervensystem, was auch immer das für ein System ist. Betriebssystem, Skelett, Hände, Arme, Beine. Okay. Verbessert deine Sicht. Diese optische Cyberware von Kiroshi bietet eine extrem beliebte Reihe von Ektoren. Okay. Was verfügbar? Naja. Benötigst du 8 Intelligenz? Und vermutlich wird hier noch was gehen. Was haben wir da? Ballistischer Kopf. Prozessor. Erhöht die Chance auf Querschläger mit Powerwaffen. Verbindet die optischen Implantate des Benutzers direkt mit dem Waffensystem, wodurch Daten in Echtzeit verfolgt werden können. Aha. Schön für uns, oder? Betriebssystem.
Okay. Okay. Nein, oder? Ja. Ernsthaft? Nein. Uah. Uah. Und wir sind tot, huh? Hallo? Oha. Junge, was machst du da, huh? Ja. Menschenscannen. Wenn du Menschen mit deiner optischen Cyberware scannst, erhältst du viele nützliche Informationen. Zum Beispiel darüber, wie stark ein Gegner sein könnte, wer zu seiner Crew gehört oder was für Waffentypen er verwendet. Als fähiger Netrunner erhältst du eine Liste an Quick Hacks, die du gegen deine Gegner einsetzen kannst. Schön. Okay. Ja. Oh. Fahndungsdatenbank. Du hast nun Zugriff auf eine Datenbank mit Personen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Du kannst die Gefahndeten mit deinem Scanner identifizieren. Da sie alle tot oder lebendig gesucht werden, ist es dir überlassen, mit welchen Methoden du dir das Kopfgeld sichern willst. Ja, als ob. Oha. Jawohl. Und? Cool. Er hat Corona zerstört. What's that, huh? Na dann. Also. Wo bleibst du? Beweg deinen Arsch. Ja, chill mal hier.
Ja, mach's gut, Junge. Du, wo ist unsere Knarre hier? Können wir nicht ziehen? Naja, egal. Na gut, Freunde, ich mache hier ein kleines Päuschen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.